Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten Betragsoptimum PID-Regler dimensionieren. Und zwar, wenn man eine Strecke gegeben hat, die so aussieht mit einzelnen Faktoren, mit zwei herausragenden großen Streckenzeitkonstanten. Also die T1 und T2 ist viel größer als die restlichen Zeitkonstanten Summe, wenn ich es mal so sage. Ich habe hier ein Beispiel. Hier habe ich 5 durch. Hier 10 Sekunden, 9 Sekunden, 1 Sekunde, 2 Sekunden. Und aus dieser Strecke möchte ich jetzt einen PID-Regler basteln, der diese Form hat. Ein KR mal 1 plus TR1S plus 1 TR2S durch S. Ja, und da brauche ich ein paar Formeln. Und zwar dieses KR setzt sich zusammen aus 1 durch 2 KS mal T-Summe. So, das ist 1 durch 2 mal Ks, ist ganz einfach, das ist 5. Und jetzt die Summenzeitkonstante, da muss ich aufpassen, nicht alle Werte nehmen, sondern nur, also die ersten zwei Zeitkonstanten weglassen und dann alle weiteren zusammenzählen. Also hier 1 und 2 ist somit 3. Das ergibt, wenn man es ausrechnet, ein 1/30 oder 0,033. Dann die Zeitkonstanten TR1, ist ganz einfach, das ist T1, also 10 Sekunden. Und TR2 ist auch ganz einfach, ist T2, also 9 Sekunden. Dann kann man das noch zusammenpacken, einsetzen und erhält 0,033 mal 1 plus 10 Sekunden, 1 plus 9 Sekunden durch S. Durch S. Und das ist mein PID-Regler nach dem Betragsoptimum. Hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.